Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video von den kleinen Taubis. Ja, wie ihr sehen könnt, es ist jetzt erstmal tagelang nichts gekommen. Die sind jetzt auch schon deutlich, deutlich größer geworden und sehr viel gewachsen. Hier, der Große, der ist schon 7, also schon seine erste Woche hat er schon hinter sich. Und der etwas kleinere hier, der ist 6 heute geworden. Die haben auch schon beide ihre Stoppeln bekommen, also jetzt langsam wachsen die Federn und in ein paar Tagen, wenn dann schon die ersten Federn wachsen, kann man dann auch schon erkennen, welche die rote und welche die blaue Taube sein wird. Denn wir haben ja, wie gesagt, letztes Mal habe ich euch ja den Vater gezeigt, den John. Das ist hier die Anna, das ist das Weibchen, das ist blau. Und ja, deswegen, letztes Mal, als ich das letzte Mal da rausgezogen habe aus denen, ist ja auch ein rotes, ein blaues rausgekommen. Das ist ja auch normal. Also eins wird ja immer mehr rot, eins mehr blau, aber die Farben vermischen sich natürlich. Das eine, was rot wird, wird natürlich dann eben nicht ganz rot, so dunkelrot wie der Vater, sondern so hellrot. Ich gehe davon aus, vermutlich das Rote wird dann wieder das Männchen sein, weil sich das ja auch immer vom Geschlecht her und alles vererbt. Die Mutter, das Weibchen von den Eltern ist ja blau, der Vater ist rot, deswegen wird vermutlich auch das Männchen rot, das Weibchen blau. Das kann man natürlich noch nicht erkennen. Hier, das ist zwar ein bisschen kleiner, aber das liegt ja nur daran, dass es einen Tag später geschlüpft ist. Also es kann auch sein, dass das hier das Weibchen ist. Und nehmen wir den kleinen Mann hier nochmal raus. Hier. Komm hier. So. Schon riesengroß geworden, die Kleinen. Der atmet jetzt auch sehr schnell. Dem ist vermutlich gerade auch ein bisschen warm, weil es ist gerade auch draußen etwas wärmer. Es wird ja langsam wärmer und wenn die Mutter dann da drauf sitzt, man merkt auch, wenn man die anpackt, die sind sehr heiß. Aber die müssen natürlich auch warm bleiben. Aber ja, ich würde sagen, dann in ein paar Tagen kommt dann nochmal ein Video, wenn die dann mal ihre ersten Federn bekommen, wenn man dann schon erkennen kann, wer rot ist, wer blau ist. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!